Ja, also nach meiner Ausbildung zur Gärtnerin bin ich nach Indien gereist und von dort aus nach Ladakh. Ladakh wird ja auch als kleines Tibet bezeichnet. Also in Tibet war ich nie. Und was mich dahin geführt hat, war ein Kontakt mit einem Freund, der dort regelmäßig, also einmal im Jahr, ja, Wanderungen im Himalaya angeboten hat, um dort einen tibetischen Arzt zu unterstützen, seine Schule aufzubauen. Und in dieser Schule hat er so Hilfsärzte quasi, Amchis heißen die in Ladakhi, um quasi Hilfsärzte auszubilden, damit in den Regionen, wo es dann so eingeschneit ist im Winter, dass dort nicht mal ein Arzt hin kann, einer aus dem Dorf quasi so ein Grundwissen hatte für medizinische Versorgung. Also es war einerseits ein Hilfsprojekt, durch einen Freund organisiert, und gleichzeitig ging es natürlich darum, dann auch Kräuter zu sammeln im Himalaya, in den Tälern und Regionen. Und das hat bei dieser Reise nur leider nicht ganz so gut geklappt, weil sie eine Tour ausgewählt hatten, wo gar nicht so viele Kräuter gewachsen sind, die für diese tibetischen Heilmittel in Frage kommen. Dennoch war es eine total wunderbare Wanderung. Also ich bin da über den höchsten Pass gelaufen, den man überhaupt zu Fuß überqueren kann. Ich glaube 5600, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Im T-Shirt hätte ich auch nicht gedacht. Also so kalt ist es auch nicht. Ja, und auf jeden Fall hatten wir halt, ich weiß nicht mehr ob täglich, aber sehr regelmäßig Unterricht in tibetischer Medizin. Und das war natürlich super faszinierend auch. Ist auch gar nicht so unähnlich dem Ayurveda. Also es gibt auch da drei Energietypen. Und ja, was ich noch weiß, was mich mit am meisten fasziniert hat, war die Beschreibung von einem Energietyp, also was dem Kapha entsprechen würde. Uns wurde das als Schleim bezeichnet, präsentiert. Also dieser langsame Typ, der auch eher so introvertiert ist und vielleicht auch ein bisschen verträumt, auch nicht ganz so intellektuell. Also es waren so lauter Begriffe, die fielen. Und ich weiß gar nicht mehr, ob ich die Frage gestellt habe oder wer anders aus der Gruppe. Auf jeden Fall kam die Frage, ja, und was sind denn die positiven Aspekte von diesem Charakter? Und der Arzt hat uns immer wieder angeguckt, was meint ihr? Und dann haben wir es wiederholt. Ja, du hast doch gesagt, er ist dies und jenes und langsam und versteht nicht so gut und die Verdauung ist langsam und so weiter. Was sind denn die Vorzüge? Und er hat die Frage nicht verstanden. Und da ist mir erstmal klar geworden, wie mein Wertesystem eigentlich geprägt ist. Unglaublich. Also die Geschichte erzähle ich heute noch gerne, weil es tatsächlich sehr prägnant ist für unsere Gesellschaft hier, dass all diese Qualitäten scheinbar keine Qualitäten sind, sondern eher als Mangel angesehen werden. Ja, ansonsten habe ich herausgefunden, dass ich eher zu den Wind-Feuer-Typen gehöre. Wenn ich das in Indien später mal erzählt habe, haben die immer gesagt, oh du Armer, du musst ja hochintelligent sein. Also da war das dann sogar eher umgedreht, dass die Intelligenz als Laster angesehen wurde. Ja, genau. Ja, das war so meine spannende Zeit in Ladakh. Also sehr, sehr beeindruckend, die Menschen, wie die dort leben, wie herzlich die sind, wie sehr die im Einklang leben mit der Natur und vor allen Dingen sehr beeindruckend auch, wie schnell die laufen können. Also wir haben da Wanderungen gemacht. Ich weiß noch eine zum Einlaufen. Da sind wir, glaube ich, 3 Stunden gelaufen. Da haben wir dann erfahren, das macht ein Ladakhi in einer Stunde. Also die haben dann da auch wie so eine Art Joggschritt natürlich, ne? Aber alles in Flipflop. Also die haben da ein ganz anderes Verhältnis zu Distanzen und Höhen und auch dem außer Atem sein oder eben nicht, ne? Genau. Und toll fand ich auch die Gärten dort zu sehen. Also wunderschöne Pflanzen und sehr viele, die mir auch bekannt und vertraut waren. Das war auch eine Freude zu erkennen, dass es gar nicht so viel anders ist woanders auf der Welt, sondern dass es dort auch immer noch Verwandtschaften gibt. Ja.